Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der ersten DFB-Pokalrunde. TSG Hoffenheim gegen VfB Lübeck, Endstand 1:4 für TSG Hoffenheim. Ich begrüße unseren Gasttrainer und auch gleich erstmal Glückwunsch zu dem Sieg, Pellegrino Materazzo und unseren Trainer Lukas Pfeiffer. Vor 8.100 Zuschauern haben wir gespielt und ich bitte unseren Gast, sein Statement zum Spiel abzugeben. Erstmal schöne Grüße und Glückwunsch noch nachträglich, Lukas, zum Aufstieg, auch zum guten Spiel heute, und wünsche euch viel Erfolg für die kommende Saison. Also ich denke, wir sind ordentlich reingekommen im Spiel. Es war klar für uns, dass VfB Lübeck sehr intensiv ins Spiel reingeht. Wir haben relativ zügig auch die Kontrolle gewonnen, auch unsere Chancen gehabt, um ein bisschen früher das Spiel zu beruhigen. Leider sind wir 0-1 im Rückstand geraten mit den Elfmeter. Aber es spricht auch für die Mannschaft, dass man ruhig geblieben ist, dass man Klarheit weiterhin hatte und unsere Plan durchgezogen haben und zu Recht auch die Tore geschossen, die wir geschossen haben. Also zum Schluss war der Phase für mich mit zu viele Ballverluste gestattet, so ein wildes Hin und Her, wo auch die Restverteidigung nicht mehr gestimmt hat, wo wir noch Lübeck zu mehr Torchancen eingeladen haben. Aber außer der Phase und auch die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit bin ich eigentlich zufrieden. Danke. Danke. Lukas, dein Statement zum Spiel? Hallo in die Runde auch von mir. Erstmal danke für die Worte. Von meiner Seite auch Glückwunsch zum Sieg. In meinen Augen auch absolut verdient. Ich finde, wir haben uns hier sehr ordentlich verkauft. Wir wussten natürlich, was uns da gegenübersteht, dass wir bestimmte Phasen einfach überstehen müssen. Wir brauchen einen guten Tag mit einem guten Torwart. Den hatten wir heute. So konnten wir dann eben auch das Spiel lange offen halten. Ich finde, dass wir gerade zu Beginn der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit gut reingekommen sind. Also wir wollten dem Stadion schon das Gefühl vermitteln, dass wir hier die Überraschung schaffen wollen. Spätestens mit dem 1-0 ist der Funke dann auch so richtig übergeschwappt. Muss auch sagen, dass wir, solange das Ergebnis eben offen war, auch mit der Torchance von Farona Pulido dann immer dran geglaubt haben. Und trotzdem muss man auch sagen, dass dann mit dem Elfmeter kam dann so der Knackpunkt, wo wir die Gegentore kassieren. Chancenverhältnis ist dann auch in Ordnung mit dem Ergebnis so. Aber so ein Spiel lebt eben auch vielleicht davon, dass es lange offen ist, dass wir vielleicht das zweite Tor machen, wer weiß, oder eben auch länger noch mit einem Tor in Rückstand bleiben. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich glaube, dass wir hier einen tollen Abend erlebt haben in Lübeck mit einem tollen Gegner. Ich glaube, dass wir auch ein tolles Fußballspiel gesehen haben mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Wir haben uns gut präsentiert. Das ist das, was wir beeinflussen können. Euch wünschen wir alles Gute für den Wettbewerb, für den Saisonstart und für die kommenden Wochen. Kommt gut nach Hause. Danke. Danke. Gibt es Fragen? Hier vorne. Hallo, schönen guten Abend. Jan-Philipp Kronberg, Deutsche Presseagentur. Ich würde gerne von beiden Trainern einmal wissen, wie sie die beiden Elfmetersituationen einschätzen. Die waren ja auch durchaus strittig. Und dann vielleicht auch nochmal besonders an Herrn Materazzo. Macht dann die erste DFB-Pokalrunde ohne VAR vielleicht auch so ein Teil des Reizes dieses Wettbewerbs aus? Dankeschön. Ja gut, der erste ist klar, dass es außerhalb war. Der zweite muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht angeschaut im Video, weil wir es bekommen haben und nicht der Gegner. Nee, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Und klar, er hat seine Vor- und Nachteile. Sorgt für ein gerechteres Spiel. Wenn man weiß, dass es nicht eingesetzt werden kann, dann geht man damit um und akzeptiert man auch die Situation. Also ich finde, es kann man so weitermachen mit der ersten Runde. Also ich habe nichts dagegen. Ich muss sagen, den ersten habe ich jetzt auch schon gehört, dass er ein bisschen außerhalb war. Ich stehe halt auch 60 Meter weg, ehrlicherweise, beim zweiten auch. Ich habe das Gefühl, dass unsere Jungs ziemlich am Hadern waren mit der Entscheidung, weil er irgendwie meinte, zieht die Arme eigentlich weg oder ein bisschen unglücklich. Ich habe es nicht gesehen, ich muss mir auch angucken. Punkt. Gibt es weitere Fragen?
Ja. Ja, Rino, eine Frage. Wie hast du denn Wout Weghorst heute gesehen? Und in dem Zusammenhang auch die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit wird dir nicht gefallen haben, oder? Liege ich da falsch? Ja, das habe ich schon erwähnt, dass wir mehrere Chancen hatten, um in Führung zu gehen. Hätten wir unser Leben viel leichter gemacht, wenn eine einfach drin wäre. Positiv war, dass wir eine hohe Anzahl an Chancen hatten. Das kann man schon sagen. Und gut, Wout hat mir gut gefallen. Auch wenn die eine andere Chance nicht drin war, hat ein Tor vorbereitet, war ständig anspielbar, mag die Bälle gut fest. Ist ein Fußballer, strahlt Torgefahr aus, hat ein gutes Timing bei seiner Laufwege in die Box. Läuft immer wieder gut an, auch nach Ballverlust. Er ist immer bereit zu arbeiten für die Mannschaft. Deswegen bin ich zufrieden. Gilt für ihn das, was für Harry Kane in München gilt? Wout Weghorst spielt immer bei der TSG Hoffenheim. Ich wusste nicht, dass es in München diese Regel gibt. Ja, und möchte ich nicht dazu sagen. Also klar, wir spielen immer die Elf, wo ich das Gefühl habe, das Spiel gewinnen zu können oder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das Spiel zu gewinnen. Und Wout ist sicherlich ein Spieler mit einer gewissen Qualität und auch vom Profil her, der unsere Mannschaft sehr, sehr gut tut. Ja, und deswegen, wenn er fit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er auf dem Platz steht. Gibt es weitere Fragen? Andreas Breitenberger, Lübecker Nachrichten. Moin in die Runde. Frage an Lukas Pfeiffer. Geht um Mats Faklam. Wochen, Monate lang außen vor. Saß zuletzt nur auf der Tribüne. Jetzt ist er überraschend gestartet heute auf der großen Bühne. Wie hast du ihn denn gesehen? Erstmal haben wir, glaube ich, die sinnvolle Entscheidung getroffen, dass es für Cyril Akono heute keinen Sinn macht. Das Risiko war einfach zu groß. Und wie es dann im Fußball manchmal so kommt, wenn du dann doch eben den Anschluss behältst, wenn du weiter Gas gibst und dich von sowas nicht umwerfen lässt, dann bekommst du deine Chance. Und ich finde, dass sowohl er als auch Kim Ohovi, der dann reingekommen ist, das heute sehr gut gemacht haben. Freut mich für beide, ehrlicherweise, weil es auch keine einfachen Wochen waren. Ich glaube, dass beide in der Vorbereitung ihre Probleme hatten und deswegen auch im Moment ein bisschen hinten dran waren. Aber wenn ich mir das heute angucke, dann war das eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Körpersprache. Hatten viele gute Aktionen beide und darauf können wir und vor allem die beiden auch aufbauen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass einer von beiden auch in Mannheim startet am Samstag? Ja, wir müssen jetzt uns erstmal ein bisschen sortieren. Wir haben eine ganze Trainingswoche. Wir müssen gucken, was mit Mathis Daube ist. Da scheint auch schon wieder die nächste Verletzung ins Haus gekommen zu sein. Aber trotzdem, ich sag's nochmal, die haben heute gute Aktionen gehabt. Da sollten sie unbedingt drauf aufbauen und dann kommen auch weitere Chancen. Mathis Daube ist auf Krücken hier rausgehumpelt. Gibt es eine erste Diagnose? Nee, so richtig noch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall röntgen. Bandapparat hat wohl was abbekommen, aber ist zu früh, um da jetzt noch was zu sagen. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ja. An Herrn Pfeiffer. 0-0 gegen Sandhausen, jetzt lange gegen den Bundesligisten mitgehalten. Inwiefern stimmt Sie das positiv jetzt auf die ja schon gestartete Ligasaison? Ich glaube, dass wir einen guten Start erwischt haben, dass wir selber den Glauben haben, in allen Spielen bestehen zu können, auch jedem Gegner wehtun zu können. Klar brauchst du auch gegen richtig gute Gegner ein bisschen Matchglück, aber ich finde, wir haben eine sehr gute Gruppe zusammen. Alle verteidigen sehr diszipliniert, das ist hier unsere Basis. Wir haben ein tolles Stadion mit einer tollen Atmosphäre im Rücken. Also ich glaube, wir brauchen uns in den nächsten Wochen nicht verstecken. Und das Wichtigste ist eben, dass wir selber eine breite Brust haben, einen Glauben, dass wir was bewegen können und das haben wir. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich euch allen fürs Kommen, wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und vor allen Dingen einen guten Start in der Saison. Und dann sehen wir uns hier Ende der Woche wieder zur PK vor unserem ersten Auswärtsspiel. Danke.